Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Ein kleines Gedenken für den geliebten Führer im Brudervolk von Nordkorea 2.0, 3.0 und 4.0. Unser geliebter Führer Kim Jong-il starb vor 10 Jahren am 17. Dezember 2011. Und es ist Zeit und Gelegenheit einzuhalten. Und es ist auch sinnvoll, an solchen Tagen eine Geste der Anerkenntnis zu senden. Denn die Menschen in Nordkorea 2.0, 3.0 und 4.0 sind noch lange nicht da, wo das Original ist, dank der Weitsicht und der Führung von Kim Jong-il und der gesamten Familie. Booster dich frei. Das muss der Maßstab sein. Am 17. Dezember 2021. Booster dich frei für das gemeinsame Gute, für das große Ganze. Booster dich frei gegen die Schwurbler, gegen diejenigen, die einfach nicht verstehen, wie schlimm all das ist, was über uns herkommt. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einer wirklich uneinsichtigen Frau, 49 Jahre. Und anstatt, dass diese Frau, die anscheinend aus ihrer Pubertät noch nicht raus ist, auf ihren Vater hört, mobbt sie ihren Vater. Was war passiert? Sie war bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters und ihr Vater sagte ihr, mit euch Ungeimpften müsste ganz anders umgegangen werden. Früher war das anders. Und sie sagte zu mir, der wollte am liebsten, dass mich die SS abholt. Ja, sag mal, wo ist denn hier bitte das Problem? Wer ist denn hier ungeimpft? Wer ist denn die Gefahr? Könnt ihr nicht nachdenken? Dieser segensreiche Stoff, der für die Menschheit geschaffen wurde, von Idioten, Rechtsradikalen, Reichsbürgern und anderem Schrott als Genexperiment denunziert, dieses edle Gut, das kann man doch gar nicht genug in den Körper kriegen, denn es hat sich jetzt ja herausgestellt, man braucht ein bisschen mehr davon. Wenn unser segensreicher Karl feststellt, der heute am 17.12. segensreicherweise auch selbst Hand anlegt in der Behandlung von Kindern, die zu den segensreichen Impfstellen eilen. Also wenn unser Karl feststellt, dass bei der lebensgefährlichen, schlimmen, fürchterlichen Omikron-Variante nur 35% Wirksamkeit zu sein scheint. Es könnte ja noch schlimmer sein, aber Karl sagt, 35% Wirksamkeit. Dann kann doch jeder Vollhonk ausrechnen, dass man 1, 2, 3 Mal behandelt werden muss, bis man 100% hat, ihr Vollhonks, die ihr euch nicht impfen lasst. 3 mal 35 ist 105 und das ist ein ganz kleiner Sicherheitspuffer nur. Am Anfang hieß es, 2-mal geimpft und du bist geschützt. Danach hieß es, 2-mal geimpft und du wirst nicht schwer krank. Dann hieß es, ach, ist egal, man kann sich ja mal irren. Dann kam der segensreiche Booster. Gut so, gut so. Ich als absoluter Impfbefürworter freue mich über den Booster von ganzem Herzen. Aber warum eigentlich soll der Booster jetzt auf einmal 6 Monate halten, wenn es nur 35% wirkt? Das ist doch lebensgefährlich. Ein vernünftiges Impfschema muss her. Ich wette mit euch, dass wir in gar nicht so langer Zeit
über wöchentliche Boosterungen reden. Das ist doch auch vernünftig. Und dann bin ich auch für ein Impfschema, was abwechselt. Woche 1 beispielsweise das gute Mittel von BioNTech, Woche 2 das gute Mittel von Moderna, Woche 3 das gute Mittel von Johnson & Johnson und Woche 4 dann das bestimmt leistungsgesteigerte und verbesserte Omikron-Medikament von AstraZeneca. Und in Woche 5 geht's wieder von vorne los. Oder man gibt vielleicht auch Sinovac oder Novavax oder irgendwas anderes Gutes noch frei. Aber meine Auffassung ist, wo ist denn das Problem? Leute nehmen täglich Medikamente, da kann man noch einmal wöchentlich impfen. Vielleicht gibt's das bald auch als Schluckimpfung, das wäre ja sehr zu begrüßen. Dann spart man sich den Weg. Und ich meine, man sollte auch moderne Messtechnik bald einsetzen können. Ich schätze, man kann dann über bestimmte Level selber testen, ob man noch fit ist. Und jetzt hören wir mal mit einem auf. Mit diesem ganzen Bullshit von den Schwurblern, rechtsradikalen Nazis, Reichsbürgern und sonstigen Aluhut-Gesocks. Nebenwirkung. Sag mal, geht's noch? Wenn du abends in die Kneipe gehst und dir richtig einen bretterst und hast den nächsten Morgen so einen Kopf, redest du dann von Nebenwirkungen und hörst auf mit Saufen? Was soll denn der Scheiß? Das Positive beim Saufen ist, wenn du regelmäßig säufst, gehen die Nebenwirkungen zurück. Das heißt, du kannst mehr saufen und hast weniger Kopfschmerzen. Das war schon immer so. Und beim bisschen Pieks machst du so ein Theater? Angenommen, du würdest jede Woche gepiekst, dann wären die Nebenwirkungen irgendwann bei null. Man gewöhnt sich an alles. Wo ist bitte das Problem? Es muss Ende sein mit diesem Rumgehetze gegen die segensreichste Behandlung, die die Welt je gesehen hat. Impfen. Dann machst du so ein Theater? Wenn andere Dinge in deinem Leben nicht 100% klappen? Riechst dich so auf, wenn der Bus zu spät kommt? Kommt auch täglich vor. Machst du so ein Theater, wenn die Bank was falsch überweist? Ist der Schaden vielleicht größer? Kommt auch täglich vor. Und bei so einem kleinen Pieks macht ein unvernünftiger Anteil der Bevölkerung ständig Theater? Die sollte man wöchentlich impfen, so lange, bis sie keine Nebenwirkungen zeigen. Oder was meinst du? Dein Klaus von Grenzenlos Leben.